Wir begrüßen euch zu unserem Kindergottesdienst in der Kirche in Nikolassee. Das ist Petra. Und das ist Ulrich. Die Kindergottesdienstkerze brennt für uns und ich stelle sie auf den Taufstein. Und wir singen gemeinsam das erste Lied vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Heute ist der Sonntag Kantate. Kantate heißt singend. Singet dem Herrn ein neues Lied. Und dazu sprechen wir nun ein Gebet. Wir falten unsere Hände. Singet Gott ein neues Lied, singet Gott alle Welt. Singet Gott ein neues Lied, singet von seinen herrlichen Taten. Erzählt, wie wunderbar Gott ist, ein gerechter König für die ganze Welt. Singet Gott ein neues Lied, singet Gott alle Welt. Amen. Hörst du das auch? Spürst du das auch? Was meinst du? Die Vögel? Nein, hör doch mal. Ich meine den Wind, ganz sanft, wie ein leises Säuseln. Ja, jetzt spüre ich es auch. Um diesen leisen Wind, um dieses sanfte Säuseln, geht es in der Geschichte Elia am Horeb. Horeb? Das ist doch der Berg Gottes. Ja, dort hat Elia eine ganz besondere Erfahrung mit Gott gemacht. König Ahab war sehr zornig. Er stand auf den Stufen seines Palastes und rief: Wo ist Elia? Er sagt, es gibt nur einen Gott. Dabei beten wir doch viele Götter an. Ha, nur ein Gott? Und was er unseren Propheten und Priestern angetan hat. Wir müssen Elia fangen. Als Elia das hörte, floh er in die Wüste. Schließlich war er so erschöpft, dass er sich unter einen Strauch legte. Ich kann nicht mehr. Dann schlief er ein. Plötzlich erschien ein Engel. Er sprach: Elia, steh auf, iss und trink. Elia sah ein geröstetes Brot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und schlief sofort wieder ein. Und wieder erschien der Engel. Elia, steh auf, iss und trink. Du hast einen weiten Weg vor dir.
Da stand Elia auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Vierzig Tage wanderte er durch die Wüste, bis er zum Berg Gottes kam. Dort zog er sich in eine Höhle zurück. Ob sich Gott ihm hier zeigen würde? Und dann kam ein starker Wind. Kam ein stilles, sanftes Sausen. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Gott war im Sausen, im sanften Sausen. Gott war im Sausen, im sanften Sausen. Gott ist stark, Gott ist mächtig, Gott hat große Kraft. Darum dachte Elia auch, Gott muss im Sturm sein, Gott muss im Erdbeben sein, Gott muss im Feuer sein. Aber Gott war im leisen Sausen. Und Elia spürte Gottes Liebe und Nähe wie einen sanften Windhauch. Elia wusste, wohin ich auch gehe, Gott ist bei mir. Seine Liebe gibt mir die Kraft und wird mich tragen. Gottes Liebe wie ein Sausen, Gottes Liebe spüren wir, Gottes Liebe spüren wir. Gottes Liebe wie ein Sausen, Gottes Liebe wie ein Sausen, Gottes Liebe spüren wir.
Gottes Liebe spüren wir. Jetzt betet Sascha mit uns in der Pauluskirche das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Jetzt kommt unser Segenslied mit dem goldenen Segensreifen. Ich hüll dich golden ein. Ich hüll dich golden ein. Von Gott sollst du gesegnet sein. Von Herzen freu ich mich. Ich freu mich über dich. Von Gott sollst du gesegnet sein, von Herzen freu ich mich, ich freu mich über dich. Zum Schluss singen wir, singet dem Herrn ein neues Lied. Ich möchte jetzt mit euch ein Windspiel basteln. Es genügt ein sanfter Windhauch, um es zum Klingen zu bringen. Wir brauchen einen kleinen Ast, leere Teelichthüllen, Faden, Schere und einige Federn. Die Teelichthüllen werden am Rand eingeschnitten. Aufgefaltet und auseinandergedrückt. Mit einer spitzen Schere bohrt ihr jetzt oben ein kleines Loch und könnt es mit dem Faden am Ast festbinden. Wenn ihr mögt, dann hängt noch einige Federn dazu.